Hallo zusammen, Thomas von den Brettspiel Heroes und heute mit einer Kickstarter-Preview zu Gugong. Ihr kennt es vielleicht noch unter dem Namen The Forbidden City, das war der ursprüngliche Name. Aber es wird unter dem Namen Gugong erscheinen. Worum geht es thematisch? In Gugong übernehmt ihr die Rolle von chinesischen Familien und ihr wollt ja Einfluss generieren und dafür habt ihr Geschenke dabei und versucht die möglichst in verschiedenen Gebieten einzusetzen, um auch eine Audienz beim Kaiser zu erhalten. Denn nur so könnt ihr gewinnen. Ohne diese Audienz werdet ihr nachher gar keine Siegpunkte haben. Und in diesem Eurogame gibt es verschiedene Mechanismen, aber die erkläre ich euch jetzt ausführlich in dieser Regelerklärung. Ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß. Kommen wir zunächst einmal zum Spielaufbau von Gugong. Wie ihr sehen könnt, ist der Spielplan von Gugong in 7 Bereiche unterteilt. Der erste Bereich hier oben, das Reisen, da platziert ihr die sogenannten Reisemarker auf den entsprechenden Feldern und bildet noch 2 verdeckte Stapel mit den übrigen Reisemarkern. Der nächste Bereich, hier diese Jadezone, da platziert ihr die Jadesteine auf den entsprechenden Zonen. Dann habt ihr hier den Vertragsbereich, wo ihr Verträge unterzeichnen könnt. Da nehmt ihr von jedem Stapel, es gibt 3 verschiedene Level, also hätten wir hier das Level 1, da platziert ihr 2 Verträge drauf, auf dem Level 2 platziert ihr 2 Verträge drauf und auf dem Level 3 platziert ihr Verträge drauf. Die restlichen Verträge kommen aus dem Spiel. Dann habt ihr hier das Intrigefeld, dort platziert jeder Spieler einen Marker. Und der kleine Startspielermarker wird hier platziert. Hier habt ihr dann noch die Palastaktion. Da platziert jeder Spieler eine Figur. Und dann gibt es noch die beiden Bereiche. Einmal den großen Kanal und die große Mauer. Da passiert aber soweit nichts im Aufbau, sondern noch eine bestimmte Sache. Denn das sind die sogenannten Geschenkekarten. Wie ihr sehen könnt, in jedem Bereich ist eine Geschenkkarte. Und diese Geschenkekarten, hier oben rechts seht ihr so einen sogenannten Fächer und die 7 Startkarten, die haben einen unausgemalten Fächer. Da komme ich aber später nochmal drauf zurück. Das heißt, ihr nehmt die 7 Karten mit diesem Fächer und platziert sie per Zufall in den entsprechenden Zonen. Dann habt ihr noch die Schicksalswürfel, die werden gewürfelt und hier oben platziert. Kommen wir jetzt noch zu den Spielertableaus. Die Spielertableaus sind in verschiedene Bereiche unterteilt, die ich euch später aber noch genauer erklären werde. Wichtig für den Start ist, dass ihr mit jeweils 6 Dienern startet. Das ist hier oben auch nochmal markiert für die erste Runde. Zusätzlich sollte man hier erwähnen, dass das der persönliche Vorrat ist und das der allgemeine Vorrat. Da sich verschiedene Aktionen auf allgemeinen und persönlichen Vorrat auch noch trennen werden. Dann habt ihr noch 3 sogenannte Schiffe. Und noch einen Foreman, also einen breiteren Diener, sage ich jetzt mal. Den könnt ihr später freischalten, sowie noch einen Reisenden, den ihr später auf Reisen schicken werdet natürlich. Und wie ihr sehen könnt, gibt es jetzt auch Geschenkekarten. Der Startspieler bekommt 4 Karten, wo ein Fächer ausgemalt ist. Der zweite Spieler, wo 2 Fächer ausgemalt sind. Der dritte mit 3 und so weiter, falls ihr mit mehreren Leuten spielt. Das Spiel ist maximal für 5 Personen ausgelegt. Und zu guter Letzt habt ihr noch die Geschenkekarten mit diesem Symbol. Die werden gemischt und als verdeckter Stapel neben den Spielplan gelegt. Und dann kann eine Partie Gugong schon beginnen. Eine Partie Gugong läuft über 4 Runden, wobei jede Runde einen Tag darstellt. Das heißt, wir spielen den Morgen, die Tagphase und die Nachtphase. In der ersten Runde entfällt die Morgenphase, weil das sozusagen eine Vorbereitungsphase ist. Das haben wir mit dem Spielaufbau jetzt schon abgedeckt. Das heißt, wir starten in der ersten Runde direkt mit der Tagphase. In der Tagphase führen die Spielerei um Aktionen durch. Und diese Aktionen könnt ihr durchführen, indem ihr die Geschenkekarten verwendet. Und jetzt erkläre ich euch erstmal das allgemeine Prinzip, bevor ich auf die einzelnen Aktionen zu sprechen komme. Ihr seht hier oben, dass jede Geschenkekarte einen bestimmten Wert hat. Das heißt, diese Geschenkekarte hat einen Wert von 1, diese hat einen Wert von 5. Um jetzt diese Aktion auszuführen, müsst ihr eine Karte aus eurer Hand spielen, die einen höheren Wert hat. Das heißt, ich müsste jetzt hier in dem Fall eine
Karte spielen, die einen höheren Wert von 1 hat. Oder hier einen höheren Wert als 4. Machen wir das jetzt mal. Das heißt, ich gucke meine Handkarten an, hätte jetzt eine 5, würde diese Karte dann auf den Ablagestapel von mir legen und würde die 5 ausspielen. Dann kann man zuerst die Aktion von seiner Karte ausspielen. In dem Fall hat diese Karte keine Aktion. Und man könnte dann die Aktion des entsprechenden Feldes ausführen. Hierbei ist wichtig, dass man zuerst, also wenn man beide Aktionen macht, zuerst die Kartenaktion ausführt und dann die Aktion des Feldes. Was macht ihr, wenn ihr keine höhere Karte habt? Dann könnt ihr auch eine niedrigere ausspielen. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel auch die 2 ausspielen. Die Karte kommt wieder auf den Ablagestapel. Und dann gibt es 3 Möglichkeiten, die ihr habt. Entweder, um die Aktion auszuführen, werft ihr noch eine weitere Karte von eurer Hand ab. Oder ihr opfert 2 Diener aus eurem persönlichen Vorrat, um die Aktion auszuführen. Oder ihr könnt auch sagen, ja, ich brauche die Aktion nicht, ich möchte nur diese Karte haben. Das kann nämlich auch ein Vorteil sein. Dann könnt ihr die Karten auch einfach tauschen, ohne die Aktion zu machen. Und jetzt erkläre ich euch einmal die einzelnen Aktionen. Wie ich euch eben erklärt habe, ihr könnt die Aktion halt auf Karten ausführen. Das heißt, ihr seht hier das Symbol zum Beispiel von der großen Mauer, das ist auch hier zu sehen. Oder ihr führt die Aktion des entsprechenden Feldes direkt aus. Wie würde jetzt ein Zug im Einzelnen aussehen? Ich habe euch ja gerade erklärt, wie die Geschenkekarten funktionieren, also wie das System der Karten funktioniert. Die erste Aktion, die wird er jetzt auch mal ausführen. Das habe ich euch eben auch schon beim Beispiel erklärt. Er hat eine größere Zahl als die 4, in dem Fall die 5. Die Karte würde auf den Ablagestapel gelegt werden. Und der Spieler legt die 5 hier auf dieses Feld. Dann kann er die Aktion Reisen ausführen. Und die Aktion Reisen besagt, dass man entweder man setzt seinen Reisenden ein auf ein beliebiges Feld. Das ist am Anfang egal, da könnt ihr euch irgendwas aussuchen. Das heißt, er könnte sich entscheiden, hier auf diesem Feld zu starten. Oder er entscheidet sich, 2 Diener abzugeben, um sogar 2 Felder weit zu gehen. Das heißt, er könnte sich entscheiden, 2 Diener abzugeben. Das macht er auch jetzt. Und könnte hier starten und würde zu dem Feld gehen. Dann würde er sofort die Boni bekommen, die auf dem Reisemarker zu sehen sind. Also hier würde er einen Diener bekommen und hier sogar 2 Diener. Die bekommt er natürlich aus seinem allgemeinen Vorrat. Und die Reisemarker werden hier oben auf das Spielertableau gelegt. Er bekommt die 3 Diener. Der nächste Spieler wäre jetzt am Zug, das wäre jetzt in dem Fall Rot. Er möchte gerne diese Jadesteinaktion machen. Dafür braucht er eine Karte, die höher ist als 7. Hat er zum Glück, denn er hat jetzt eine 8. Würde diese Karte auf seinen Ablagestapel legen und diese Aktion ausführen. Die Karte hat jetzt keine Aktion, das heißt, er kann nur die Jadesteinaktion ausführen. Und am Anfang ist es so, er kann 2 Diener abgeben. Wie gesagt, aus seinem persönlichen Vorrat ist hierbei wichtig. Und darf sich einen Jadestein nehmen. Diese sind am Ende Siegpunkte wert, je nachdem wie viele ihr sammelt. Aber das erkläre ich euch später nochmal. Die Jadesteine werden immer teurer. Das heißt, der nächste Spieler könnte sich noch einen Jadestein holen für 2. Aber dann würde er schon 3 kosten. Dann 4 Diener. Und dann ist es ein unendlicher Vorrat. Dann kostet jeder Jadestein 5 Diener. Jetzt wäre der weiße Spieler am Zug. Er entscheidet sich, er hat hier die 8. Die Vertragsaktion zu machen. Das heißt, er legt die Karte hier hin und wirft diese Karte ab. Jetzt seht ihr schon, hier ist ein Symbol zu sehen. Das heißt, er kann die Kartenaktion auch zuerst ausführen. Das wird er in dem Fall auch machen, denn diese Kartenaktion bezieht sich auf die Intrige. Ihr habt 2 Optionen, wie bei vielen Feldern. Ihr könnt den Intrigemarker ein Feld weit nach vorne bewegen und Startspieler für die nächste Runde werden. Oder ihr entscheidet euch, einen Diener abzugeben und 3 Felder weit zu gehen. Warum möchtet ihr jetzt überhaupt auf dieser Intrigenspur möglichst weit nach vorne kommen? Der Grund dafür ist, dass die Intrigespur ein sogenannter Tiebreaker ist. Das heißt, wenn irgendwo Gleichstände herrschen, gewinnt der Spieler den Gleichstand, der hier auf dieser Spur weiter vorne ist. Wenn der blaue Spieler jetzt zum Beispiel jetzt hier drauf liegen würde auf dem weißen, würde immer der oben drauf liegende Stein führen. Das heißt, in dem Fall würde blau
den Gleichstand gewinnen. Kommen wir aber jetzt mal wieder hier zurück, weil wir haben ja erst die Kartenaktion ausgeführt. Jetzt können wir die Vertragsaktion ausführen. Und die Vertragsaktion läuft so, ihr bezahlt die Kosten, die auf diesem Vertrag zu sehen sind. Das heißt, in dem Fall würde der Vertrag 1 kosten, plus ein Diener für jeden gegnerischen Diener, der da liegt. Im Moment liegt ja noch kein gegnerischer Diener da. Das heißt, der Spieler würde einen Stein bezahlen, um diese Aktion zu machen. Wie gesagt, wieder aus seinem persönlichen Vorrat. Würde den hier hinlegen und würde sofort 3 Siegpunkte generieren. Wie ihr sehen könnt, es gibt 2 verschiedene Farben. Wir haben ja einmal rot und einmal lila. Rot sind sofortige Siegpunkte und lila sind Siegpunkte am Ende des Spiels. Dieses Teil zum Beispiel sagt, dass ihr am Ende des Spiels 8 Siegpunkte bekommt. Kommen wir jetzt nochmal zu dem blauen Spieler und zu den letzten 3 Aktionen. Und fangen wir jetzt hier mal mit der Palastaktion an. Dies ist ganz, ganz wichtig, denn wenn ihr es nicht schafft, bis zum Ende des Spiels auf diesem Feld anzukommen, bekommt ihr gar keinen Siegpunkt. Das heißt, ihr wollt während dem Spiel unbedingt hier in diesen Thronsaal kommen. Der blaue Spieler könnte sich jetzt entscheiden. Er hat eine höhere Karte als die 2. Die 2 kommt wieder hier in den Vorrat. Und er könnte jetzt diese Karte spielen, die einen höheren Wert hat. Wie ihr sehen könnt, hier ist wieder das Symbol des Palastes zu sehen. Das heißt, er könnte jetzt erstmal die Aktion vom Palast ausführen. Könnte sagen, er könnte den um 1 nach oben bewegen und hat keine Kosten. Oder er könnte sich entscheiden, 2 Diener abzugeben, um 2 Schritte weit zu gehen. Und zusätzlich auf der Intrigenspur auch ein Feld weit zu gehen. Macht er das mal, das heißt, er gibt 2 Diener aus seinem persönlichen Vorrat ab, würde hier 2 Schritte nach vorne gehen und würde auf der Intrigenspur ein Feld weitergehen. Das war die Kartenaktion. Jetzt könnte er das sogar nochmal machen. Das heißt, er könnte sich entscheiden, ja okay, ich habe jetzt 2 Diener schon ausgegeben, ich behalte mal lieber ein paar. Das heißt, ich gehe jetzt nur noch für die Feldaktion ein Feld weit nach vorne. Hier unten die große Kanalaktion. Hier hätten wir wieder die Situation, Rot ist am Zug. Hier liegt eine 3, Rot hat sogar eine 4. Das heißt, er könnte die 4 hier hinlegen und die Aktion erstmal der Karte ausführen. Das ist sogar die große Kanalaktion. Und die besagt, man kann einen Diener sofort auf ein Schiff setzen und das auch um ein Feld weit bewegen. Ihr startet hier oder hier. Wichtig hierbei ist, dieses Gebiet gilt für eine 2 bis 4 Personen Partie, also für 2 oder 3 Spieler. Und diese Zone gilt auch, wenn ihr zu 4 und 5 spielt. Das heißt, wir setzen uns jetzt erstmal hier hin, setzen einen Diener hier auf das Schiff und bewegen auch das Schiff um ein Feld. Und ich zeige euch jetzt auch mal direkt durch die Feldaktion, die wir noch ausführen können, die zweite Möglichkeit. Denn die zweite Möglichkeit besagt, ihr gebt einen Diener ab und dürft sogar 2 Diener aus eurem Vorrat auf das Schiff setzen. Jetzt ist das Schiff voll und immer wenn ein Schiff voll ist, könnt ihr die Aktionen ausführen, die hier neben dem Hafen zu sehen sind. In dem Fall könntet ihr jetzt diese Aktion ausführen, um 4 Siegpunkte zu bekommen. Machen wir das mal und um das anzuzeigen, wird ein Diener hier neben das Spielertableau platziert und die restlichen kommen in den allgemeinen Vorrat, genauso wie das Schiff. Und dann bekommt ihr die 4 Siegpunkte. Wie ihr sehen könnt, gibt es verschiedene Aktionen. Ihr könnt hier einmal eine neue Geschenkekarte bekommen. Das sind dann bestimmte Karten, die dann nochmal ein bisschen stärker sind. Ihr könnt hier so einen breiteren Diener bekommen. Das sind diese. Und die gelten immer, jetzt hier zum Beispiel bei dem Schiff, gilt einer als sogenannter Diener. Das heißt, ihr könnt den einsetzen und der blockiert direkt 2 Felder. Ja, und bei dem letzten Feld habt ihr die Option, dass ihr auswählen könnt, was ihr haben möchtet. Kommen wir jetzt zur letzten Aktion und das ist die große Mauer. Und um euch die zu erklären, simulieren wir die Situation jetzt ein wenig. So könnte die Situation während dem Spiel irgendwann mal aussehen. Das heißt, der blaue Spieler wäre jetzt zum Beispiel am Zug und könnte sich entscheiden, diese Aktion auszuführen.
würde dann eine höhere Karte abgeben. Die Karte kommt auf den Ablagestapel und er würde diese Aktion ausführen. Das heißt, er könnte sich entscheiden, einen Diener aus seinem persönlichen Vorrat hier auf die Mauer zu legen. Wenn bei einer 3-Personen-Partie, 4 oder 5 oder 2, wenn dann die Felder voll sind, das seht ihr hier, dann kommt es direkt zu einer Wertung. Und dann wird geschaut, wer die meisten Diener auf der Mauer hat. Wie ihr sehen könnt, ist es so, dass Blau und Weiß jeweils 2 haben. Und bei Gleichstand, das haben wir gelernt, entscheidet die Intrigespur. Da hier Weiß weiter vorne ist als Blau, kann Weiß die Aktion ausführen. Das heißt, Weiß bekommt 3 Siegpunkte und darf auf der Palastaktion ein Feld nach oben gehen. Danach werden die weißen Steine wieder entfernt, da Weiß ja gewonnen hat. Und dann können alle Spieler, auch der weiße Spieler, noch eine Aktion machen. Und das ist diese hier. Und zwar können die, angefangen vom Startspieler, Intrigepunkte ausgeben, um verschiedene Belohnungen zu erhalten. Das heißt, jetzt könnte Weiß sich zum Beispiel entscheiden, einen Intrigepunkt abzugeben und einen Diener zu erhalten. Blau könnte das zum Beispiel auch machen. Rot hat leider keine Intrigepunkte. Wenn man 3 Intrigepunkte abgibt, kriegt man sogar 2 Diener. Bei 5 Intrigepunkten kann man den Schicksalswürfel hier oben ändern. Das erkläre ich euch gleich. Und für 7 kriegt man sogar einen Jadestein. Das waren jetzt alle Aktionsmöglichkeiten, die man in Gugong hat. Und das ist auch die Tagphase gewesen. Das heißt, wir spielen die Aktion durch. Und wenn jeder seine Karten ausgespielt hat, beziehungsweise gepasst hat, kommt man zur Nachtphase. Und in der Nachtphase kommen nun endlich die Schicksalswürfel zum Einsatz. Wir haben hier Werte von 2, 5 und 5. Jeder Spieler deckt dann seine Karten vom Ablagestapel auf und schaut, ob eine Karte oder mehrere Karten den Wert von diesen Würfeln entsprechen. Machen wir mal ein Beispiel für den blauen Spieler. Er hätte die Karte 4, 2, 1 und 9. Würde bedeuten, die 2 stimmt überein. Das heißt, er bekommt einen Diener. Der rote Spieler würde das ebenfalls machen, würde geguckt, okay, er hat eine 7, eine 3, eine 2 und eine 7. Würde also auch einen Diener bekommen, weil ein Würfel übereinstimmt. Der nächste Spieler hätte eine 6, eine 9, eine 3 und eine 1, also gar nichts von den Würfeln und würde gar nichts bekommen. Der Spieler, der die meisten Diener in dieser Runde dann zurückbekommen hat, wie gesagt, bei Gleichstand entscheidet der sogenannte Tiebreaker. Das heißt, Blau wäre jetzt zum Beispiel hier weiter vorne, würde dann somit den Gleichstand gewinnen. Und da Blau jetzt gewonnen hat, bekommt Blau 3 Siegpunkte und geht hier einen Schritt näher Richtung Thronsaal. Zusätzlich werden dann noch die sogenannten Schiffe bewegt, falls hier noch welche sind. Sie würden dann einen Schritt weitergehen. Wenn ein Schiff hier ist, würde das aus dem Spielplan fahren und wäre damit raus aus dem Spiel. Das wäre jetzt schon die erste Runde gewesen. Das heißt die Tagphase, dann die Nachtphase und dann startet auch schon die zweite Phase. Und da erkläre ich euch jetzt mal die Morgenphase. Und in der Morgenphase ist es so, der Startspielermarker wechselt, falls jemand diesen Token eingesammelt hat. In unserem Fall hat das keiner gemacht, das heißt Blau bleibt Startspieler. Die Reisemarker werden auf Felder gelegt, wo kein Reisender ist, also hier in unserem Beispiel. Dann werden die Schicksalswürfel neu gewürfelt, das heißt wir haben jetzt 2, 5, 7. Dann wird geguckt, ob hier eine Aktion ausgeführt wird durch die sogenannten Verträge. In dem Fall, das seht ihr hier oben, das ist dieses Sonnenaufgangssymbol. Da darf Weiß, wer Weiß diesen Vertrag unterzeichnet hat, darf Weiß ein Feld hier nach oben gehen. Das wäre jetzt diese Aktion. Und dann bekommt ihr noch Diener, abhängig von der Runde. Das heißt, in der zweiten Runde würdet ihr jetzt nochmal 4 Diener bekommen. Noch eine Kleinigkeit, bevor ich zur Endwertung komme. Ihr seht hier oben ja die sogenannten Reisemarker. Und die könnt ihr auch immer einsetzen, um einen bestimmten Effekt zu generieren. Das heißt, der Spieler könnte 2 abgeben, um einen Diener zu bekommen. Er könnte 4 abgeben, um 2 Siegpunkte zu bekommen. Oder er gibt 6 ab, um sogar einen Jadestein zu bekommen. Das nur noch am Rande, denn jetzt kommen wir ja schon zur Endwertung. Und die Endwertung findet, wie gesagt, nach dem 4. Tag statt. Dann wird nochmal geguckt, wer die Mehrheit auf der Mauer hat.
wäre jetzt in der Situation so, dass Blau die Mehrheit hat. Der blaue Spieler würde 3 Siegpunkte bekommen und zusätzlich nochmal ein Feld weit nach oben gehen. Dann würde man Punkte noch bekommen von den Verträgen, wie ich euch eben schon gesagt habe. Hier bei dem Vertrag zum Beispiel würde man nochmal 8 Siegpunkte bekommen. Und zusätzlich bekommt man noch die Punkte hier oben in dem Palast. Also wenn die Situation so wäre, würde Weiß 7 Punkte bekommen, Blau 5 und Rot 3. Nochmal zur Erinnerung, falls die Situation so wäre und Blau hätte es nicht geschafft, bis nach oben zu kommen, hätte Blau gar keinen Siegpunkt bekommen und somit wahrscheinlich auch das Spiel verloren. Und zu guter Letzt habt ihr noch die sogenannten Jadesteine. Bei den Jadesteinen ist es so, da kommt es drauf an, wie viele ihr gesammelt habt. Das heißt, wenn ihr einen Jadestein gesammelt habt, bekommt ihr einen Punkt. Wenn ihr aber sogar 5 Jadesteine gesammelt habt, bekommt ihr 15 Punkte. Und der Spieler, der dann am Ende des Spiels die meisten Siegpunkte hat, hat Gugong gewonnen. Ja, kommen wir mal zu meinem Ersteindruck von Gugong. Wichtig hierbei ist es natürlich ein Ersteindruck, weil ich habe Gugong bisher nur einmal gespielt. Aber dadurch, dass die Kampagne in ein paar Tagen ausläuft, wollte ich euch dieses Spiel unbedingt mal zeigen. Denn wenn ihr euch zu Eurogamern zählt und auf diese Art von Spielen steht, dann ist dieses Spiel wirklich ein Paradies für euch. Denn für mich als Nicht-Eurogamer, also ich spiele gerne mal Eurogames, aber ich bin jetzt nicht so die Hauptzielgruppe. Aber ich muss sagen, dass dieses Spiel mich fasziniert hat. Also klar, es ist immer ein Ersteindruck, aber die erste Partie, wenn man da schon begeistert ist und auch jetzt bei der Regelerklärung, da wollte ich am liebsten nochmal drauf losspielen und es gibt so viele Mechanismen hier in diesem Spiel und die sind so interessant miteinander verzahnt. Das ist einfach wirklich, wirklich toll. Und vor allem dieser Kartenmechanismus mit diesen Geschenkekarten, das ist sowas, was mir so viel Spaß macht, weil klar, ihr könnt immer eine höhere Karte einsetzen. Dann könnt ihr den Effekt dann einfach nutzen von dem Feld. Ihr könnt auch ganz hohe Karten einsetzen, um die Gegner zu blocken und um die aus der Reserve zu locken. Ihr könnt auch niedrigere Karten spielen und dann vielleicht eine andere Karte ablegen, die dann vielleicht den Würfeln entspricht. Also ihr sehen könnt, es gibt so viele Möglichkeiten und das waren jetzt nur die Geschenkekarten. Klar, wenn ihr zu den Spielern zählt, die jetzt denken, oh mein Gott, so viele Möglichkeiten, das ist mir zu viel, klar, dann ist das Spiel nichts für euch. Aber wenn ihr Spiele mögt, wo ganz viele Mechanismen miteinander verzahnt sind, auch die Symbolik ist so eindeutig, das muss ich ja auch nochmal hervorheben, das ist so klasse gemacht. Man weiß sofort, was die Sachen zu bedeuten haben. Es ist so toll durchdacht, auch die ganzen Verbindungen, allein jetzt zum Beispiel mit der chinesischen Mauer, das heißt schon chinesische Mauer, große Mauer, und auch diese Intrigenspur, wie die miteinander verknüpft sind und auch, dass man bei dem Reisen hier noch diese Reisemarker hat, die man auch nochmal einsetzen kann. Ja, ich weiß gar nicht, also ihr merkt gerade, wie toll ich dieses Spiel finde, weil es ist selten ein Eurogame, wo ich sage, boah, das gefällt mir super, das möchte ich gerne spielen, das macht mir Spaß. Ihr könnt euch vorstellen, klar, ich habe das einmal gespielt und möchte es euch sofort zeigen, weil ich der Meinung bin, dass dieses Spiel hat so viel Aufmerksamkeit verdient und ich bin mir sicher, dass es in Essen ziemlich viel Aufmerksamkeit generieren wird. Das heißt, wenn ihr dieses Spiel noch nicht gesehen habt, wenn ihr euch zu Eurogamer zählt, solltet ihr euch das auf jeden Fall mal angucken, denn auch diese Deluxe-Version, die hier angeboten wird im Kickstarter, die ist natürlich Kickstarter-exklusiv und diese Version ist schon mal richtig schön. Ich habe hier schon ein Beispiel so ein bisschen, weil das seht ihr hier, das sind so Holztokens. Es ist so toll, auch diese Glassteine, die wird es nur in der Kickstarter-exklusiven Version geben. Und das Interessante und Coole hierbei ist, ich rede jetzt gerade über die Deluxe-Version, ihr könnt ein Deluxe-Pledge hier gewinnen. Das heißt, ihr müsst nur, klar, dem Video einen Daumen nach oben geben, am besten uns abonnieren, damit ihr dann Bescheid wisst, falls ihr gewinnt. Und natürlich einen Kommentar schreiben. Und zwar würde ich gerne von euch wissen, was ihr von Deluxe-Versionen haltet. Findet ihr es gut, dass es Deluxe-Versionen von Spielen gibt? Oder sagt ihr, nee, ich brauche keine Deluxe-Version und ich finde es doof, dass es zum Beispiel nur bei Kickstarter angeboten wird? Wie steht ihr da zur Deluxe-Version? Das würde mich mal persönlich sehr interessieren. Ich persönlich finde Deluxe-Versionen richtig toll, weil das wertet das Spiel nochmal um einiges auf und ich kann auch die Verlage verstehen, dass sie dann nur bei Kickstarter diese Versionen anbieten. Ja, aus Kostengründen ist das natürlich wirklich schwierig, die dann auch noch in der Retail-Version anzubieten.
Deswegen finde ich das immer eine tolle Sache, wenn Verlage sich dazu entscheiden, eine Deluxe-Version anzubieten. Und in diesem Fall, ich habe schon gesehen, was es da für Stretch Goals geben wird. Es ist wirklich ein richtig schönes Spiel. Ja, damit, ihr seht meine Begeisterung an. Damit bleibt mir nur zu sagen, schaut mal bei der Kickstarter-Seite vorbei. Ich wünsche euch wirklich viel Spaß, falls ihr entscheidet, dieses Spiel zu unterstützen. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.